11. Ein kleines schwarzes Aufklärungsschiff, das unter dem gemeinsamen Kommando von John K. Kinnison und Mason M. Northrop stand, flog auf Kurs RA-17 Neigung plus 10 Grad durch das All. Seine technische Ausstattung ging über die normale Ausrüstung eines Aufklärungsbootes dieser Größenklasse weit hinaus. Der Kontrollraum war derart angefüllt mit elektronischen Geräten und Computerelementen, dass sich die Mannschaft kaum bewegen konnte, und die Navigationsinstrumente waren von einer Größe und Kompaktheit, wie man sie nur an Bord der ganz großen Einheiten der galaktischen Patrouille fand. Dagegen bestand die Mannschaft, die normalerweise 20 Häupter zählte, nur aus 7 Mann, aus einem Koch, 3 Ingenieuren und 3 Wachoffizieren. Der dritte Offizier, der gerade Wache hatte, war seit einiger Zeit intensiv mit seinem Schirm beschäftigt, dessen Bild er mit den vorhandenen Unterlagen verglich. Jetzt wandte er sich an die beiden Lenzträger. Wer von Ihnen, meine Herren, ist im Augenblick der Kommandant dieses alten Kahns?« »Der da drüben«, sagte Jack und deutete mit seiner Zigarette auf Mason Northrop. »Der Kerl mit der verrutschten Augenbraue auf der Oberlippe. Mein Dienst beginnt um 1600 Uhr. Da habe ich noch eine kostbare irdische Minute Zeit, um von schönen Mädchen zu träumen.« »Mädchen, gleich in der Mehrzahl. Wenn ich mal eine von den Damen treffe, deren Bilder hier überall im Schiff herumfliegen, werde ich mit deinen polygamen Neigungen bestimmt nicht hinterm Berg halten«, erwiderte Northrop. »Und deine freche Bemerkung über meinen Schnurrbart werde ich dir nicht weiter nachtragen. Bring du erst so ein Gewächs zustande. Ich werde mich einfach nicht mehr um dich kümmern.« Und ostentativ wandte er sich ab und trat neben den wachhabenden Offizier. »Was haben wir denn, Stu?« »Es hat eigentlich mehr mit Jacks Fachgebiet zu tun, Mace. Das System, dem wir uns gerade nähern, ist ein Drei-Sonnensystem, aber in den Unterlagen sind nur 2 Sonnen verzeichnet. Das ist nicht verwunderlich, denn unsere Sternenkarten basieren hier auf astronomischen Beobachtungen und nicht auf direkten Erkundungen. Jedenfalls sind wir die Entdecker der dritten Sonne und in unseren Vorschriften steht, dass in einem solchen Fall der kommandierende Offizier für die Namensgebung...« »Jetzt bin ich wohl zuständig«, verkündete Jack, erhob sich und trat neben die beiden Männer. »Ich werde dem Kindchen einen Namen geben, ich werde den Bericht erstatten und ich werde in die Geschichte eingehen.« »Ab durch die Mitte, Bursche! Als das Ding entdeckt wurde, warst du nicht im Dienst«, erwiderte Northrop und stieß seinen Freund leicht zurück. »Du wirst eingehen, aber nicht in die Geschichte, wenn du mir das Wasser abgraben willst. Und außerdem würdest du das Ding ohnehin Schätzchen nennen, was für eine entsetzliche Vorstellung.« »Und du möchtest die Sonne am liebsten Virgilia nennen, habe ich recht?« »Irrtum, mein Lieber!« Northrop wollte nicht eingestehen, dass Jack genau ins Schwarze getroffen hatte. »Ich werde sie natürlich nach unserem Projekt benennen. Der Planet, auf den wir zusteuern, ist Zabriska, und die Sonnen werden wir zu A, B und C Zabriska machen, und zwar der Größe nach. Der wachhabende Offizier, Lieutenant L. Stuart Rawlings, wird diese Daten in das Logbuch aufnehmen. Soweit sich das System überschauen lässt, müsste Zabriska zu der ganz großen Sonne dort drüben gehören«, sagte Jack Kinnison. »Wenn wir das Ding überhaupt hier finden. Das wäre das erste Mal, dass ich mich so geirrt hätte.« »Das will ich dir gerne glauben. Ich finde, wir sind jetzt nah genug.« Er schaltete den Antriebsschub aus. Das trägheitslose Schiff stoppte sofort. »Jetzt gilt es herauszufinden, welcher der 12 bis 15 Planeten in der richtigen Position war, als die letzte Nachricht durchkam. Ich glaube, du kannst jetzt mit deinen Kameras loslegen, Mace. Für die erste Belichtung genügen 15 Minuten, damit kann ich schon einiges anfangen.« Eine Stunde lang arbeiteten die beiden konzentriert. Dann sagte der wachhabende Offizier: »Sir, aus Richtung Erde nähert sich ein unbekanntes Objekt, ein großes und schnelles Schiff. Soll ich es anrufen?« Doch der Fremde war schneller. »Raumschiff Chicago, NA2AA ruft unbekanntes Schiff. Haben Sie Schwierigkeiten? Bitte geben Sie sich zu erkennen.« »Hier Raumschiff NA774J. Schwierigkeiten haben wir nicht.« »Northrop, Jack!«
meldete sich Virgil Sams über seine Lens. Das Superschlachtschiff näherte sich bis auf wenige hundert Kilometer und stoppte. »Warum habt ihr hier angehalten?« »Aus dieser Gegend stammen die unbekannten Signale.« »Oh!« Sams Gedanken überstürzten sich. »Ich sehe, dass ihr mit euren Berechnungen gerade begonnen habt. Ist es euch trotzdem möglich, mal kurz auf Träge zu schalten, damit ich an Bord kommen kann?« »Selbstverständlich.« Sams kam an Bord und die drei Lensträger studierten die Sternenkarte. »Cavendar liegt ungefähr dort«, sagte Sams und deutete mit dem Finger. »Und Tranko hier abseits. Ich war sicher, dass das Signal von Cavendar ausging, aber Zabriska liegt ungefähr in der gleichen Richtung und ist nur halb so weit von der Erde entfernt. Das bringt eine Menge neuer Fragen mit sich. Wird hierdurch unser Thionid-Problem nur komplizierter oder sind wir auf etwas völlig Neues gestoßen? Macht weiter, Jungens. Lasst euch durch mich nicht stören.« Jack hatte inzwischen festgestellt, dass es sich bei dem fraglichen Planeten um den zweiten Planeten, der Zabriska, handeln musste. Er brachte das Aufklärungsschiff so nah an den Planeten heran, dass er noch eben seine Hemisphäre überblicken konnte und ging mit dem Schiff auf der Linie Zabriska-Sonnensystem in Stellung. »Jetzt heißt es warten«, verkündete er. Die Häufigkeit der Signale lag zuletzt zwischen 3 und 4 Stunden. Bei der nächsten Sendung werden wir das Ding auf den Meter genau anpeilen können. Du hast doch deine Orte auf volle Leistung laufen, Mace. Haben sich der Rhythmus und die Häufigkeit der Signale in letzter Zeit verändert? Fragte Sams verwundert. Allerdings, Sir, erwiderte Northrop. Die Signale sind häufiger geworden. »Das ist ein interessanter Anhaltspunkt, besonders nachdem George Olmsted seine Riesenladung Blätter eingebracht hat.« Die Wartezeit vertrieben sich die Männer mit einer weiteren Erforschung von Zabriska II. Sie mussten feststellen, dass es sich um einen wasserarmen, unfruchtbaren Planeten handelte. Es gab keine Berge und Täler, keine typischen Kennzeichen. Seine Oberfläche war von einer überwältigenden Eintönigkeit. »Keine Rotation«, berichtete Jack. »Der Sandhaufen ist unbewohnt. Mir kommen leise Zweifel.« »Mir auch«, gab Mason Northrop zu. »Ich möchte immer noch behaupten, dass die Signale aus dieser Gegend kamen, aber es sieht jetzt fast so aus, als wären sie von einem Schiff gesendet worden. Wenn das der Fall ist, können wir die Suche aufgeben.« »Nicht unbedingt. Warten wir erst einmal ab«, sagte Sams. Die Männer warteten und nach einigen Stunden erwachte das Funkgerät zum Leben. »Fertig, fertig, fertig«, tönte es in ununterbrochener Folge aus dem Lautsprecher. Nach etwa 50 Sekunden war das Signal beendet. Northrop brüllte einige Zahlen, die Jack hastig in den Navigationscomputer eingab, dann näherte sich das kleine Schiff dem ungastlichen Planeten. Immer tiefer senkte es sich herab, während die drei Offiziere mit ihren Visistrahlen den Boden abtasteten. Rawlings entdeckte es zuerst. »Da, da ist es!« brüllte er. »Scheint nichts Besonderes zu sein. Sieht eher wie eine Relaisstation aus.« »Eine Relaisstation? Der Teufel soll mich holen!« begann Jack Kinnison, unterbrach sich aber mit einem Blick auf Virgil Sams. »Landen wir, Sir, und sehen wir uns einmal um.« »Natürlich!« Das Schiff setzte auf und die Männer verließen das Schiff. Die Eintönigkeit der Landschaft rückte den Horizont in unendliche Ferne. Es gab keinen Baum, keinen Busch, keinen Felsen, keinen einzigen Kieselstein, der die geometrische Vollkommenheit des Landschaftsbildes unterbrochen, der die blendende Sandoberfläche für das Auge erträglich gemacht hätte. Sams riet wegen der hohen Temperatur zur Vorsicht, doch die Raumanzüge der Männer waren ausreichend isoliert. Der Kasten, in dem sich die Relaisstation befand, bestand aus nicht eisenhaltigem Material und war etwa würfelförmig. Er war in den Boden eingegraben, sodass seine Oberkante mit der Planetenoberfläche abschloss. Der Deckel, der ihn verschloss, war sehr gut getarnt, obwohl er nur lose oben auflag. Eine schnelle Überprüfung ergab, dass die Anlage nicht durch eine Sprengladung gesichert war. Jack hob den Deckel ab und die drei Lensträger studierten den Mechanismus aus allernächster Nähe.
doch ihren Augen bot sich ein durchaus alltäglicher Anblick. In dem Kasten befanden sich ein überempfindlicher Empfänger, ein Richtsender, ein präziser Ausrichter, der mit einer Uranuhr gekoppelt war, und eine praktisch unerschöpfliche Batterie. Das war alles. »Was nun, Sir?« fragte Northrop. »In einigen Tagen wird wahrscheinlich ein neues Relaissignal eintreffen. Sollen wir darauf warten und feststellen, ob es von Kevin da kommt?« »Ja, das wäre am besten.« Sams überlegte. »Ich bin allerdings nicht mehr so überzeugt, dass Kevin da der Ausgangspunkt ist oder dass die Impulse zweimal hintereinander aus der gleichen Richtung kommen werden. Aber wir müssen natürlich sicher gehen. Ich verstehe nur den Sinn und Zweck einer solchen Apparatur noch nicht.« »Ich glaube, ich habe eine Erklärung, Sir«, warf Northrop ein. »Von hier draußen ist es für ein Raumschiff fast unmöglich, mit einem einseitigen Strahl die Erde anzupeilen, und ein zweiseitiger Strahl kommt für die Piraten natürlich nicht in Frage, weil die Verbindung dann ständig aufrechterhalten werden müsste und eine Anpeilung jederzeit möglich wäre. Aber dieser Planet hat sich schon vor Urzeiten zur Ruhe gesetzt. Er rührt und rüttelt sich nicht mehr. Deshalb hat man ihn wahrscheinlich ausgewählt. Außerdem handelt es sich bei dem Ausrichter um einen Machanti, den zweiten Machanti, den ich in meinem Leben zu Gesicht bekomme.« »Was heißt das denn nun wieder?« fragte Jack neugierig. »Machantis sind die präzisesten Instrumente, die es auf diesem Gebiet gibt«, erklärte der Lenzträger. »Ihre Genauigkeit ist nur dadurch begrenzt, dass man die relativen Bewegungsabläufe zweier Planeten manchmal nicht so genau feststellen kann. Wenn du eine rechnerisch korrekte Gleichung über das Band in den Machanti eingibst, kann ich dir garantieren, dass das Gerät die Erde auf 50 cm genau anpeilt. Ich würde sagen, dass der Sender hier auf einen der Planeten unseres Systems gerichtet ist. Natürlich könnten wir das Ding abstellen und umpolen, aber das wäre wohl nicht zweckmäßig.« »Bestimmt nicht. Wir wollen uns unauffällig orientieren. Wie oft müsste man Ihrer Meinung nach die Station warten, die Bänder auswechseln und sonstige Reparaturen vornehmen?« »Ein Machanti braucht nicht gewartet zu werden. Natürlich müsste man von Zeit zu Zeit die Bänder auswechseln, aber an der Größe der Spule gemessen ist das nicht oft erforderlich. Das hängt davon ab, wie weit sich die Bewegung dieses Planeten und des Zielplaneten vorausberechnen lässt. Die Spule müsste noch etwa 3 Monate reichen.« »Und dabei ist der größte Teil des Bandes bereits durchgelaufen. Kein Wunder, dass unsere Suche bisher erfolglos war.« Sams richtete sich auf. »Also gut, Jungens, bringt mich wieder zur Chicago. Ich mache mich auf die Reise.« »Sie sehen nicht sehr optimistisch aus, Sir«, sagte Jack, als sich die NA-774J dem Superschlachtschiff näherte. »Das bin ich auch nicht. Das Signal wird mit großer Wahrscheinlichkeit aus einer unbekannten Richtung kommen, und zwar möglicherweise von einem Schiff, das so weit entfernt ist, dass wir nicht einmal mit einem überschnellen Kreuzer schnell genug einen Augenblick...« »Rod?« Der letzte Gedanke folgte so abrupt, dass die beiden jungen Lenzträger zusammenzuckten. »Was ist los, Verge?« Sams berichtete in aller Eile und fuhr fort. »Ich möchte dich bitten, das Zabriska-System mit einer Formation aus Aufklärungsschiffen zu umgeben, Entfernungen von der Drillingssonne und zwischen den Schiffen ein Detet. Das müsste ausreichen, um im Notfall jedem Schiff, das sich über Ultrastrahl mit dem Planeten in Verbindung setzt, einen Spürstrahl anzuhängen. Eine solche Formation kostet außerdem nicht allzu viel Aufklärung, Rod.« »Das nicht, aber ist die Sache den Aufwand wert?« »Warum nicht?« »Weil wir dadurch nichts beweisen könnten, was wir nicht bereits wüssten, nämlich dass auch die Interstellargesellschaft mit der Theonid-Sache zusammenhängt. Das Schiff selbst könnte uns bestimmt keine Hinweise geben, denn ich bin sicher, dass es auch nur als Relaisstation dienen würde.« »Naja, vielleicht hast du recht. Dann werde ich mich der Sache von Kevin da aus annehmen. Wie geht es mit Unternehmen Bennett voran?« »Bestens.« Rod Kinnison lebte sichtlich auf. »Wenn du ein paar Tage erübrigen kannst, musst du uns unbedingt besuchen und dich über unsere Arbeit informieren. Es dauert nicht mehr lange, dann sind wir bereit.« »Ich werde bestimmt kommen«, sagte Sams, unterbrach die Verbindung und rief Dronvir.
Die Lage sieht hier nicht mehr so rosig aus, berichtete der Rigelianer. Eine Verbindung zwischen der Ankunft von Interstellarschiffen und der Häufung gewisser Thionid-Todesfälle lässt sich plötzlich nicht mehr feststellen. Über diese nackte Tatsache erübrigte sich jede weitere Diskussion. Sie sprach für sich. Der Feind, entweder von einer Vorahnung getrieben oder durch Versorgungsschwierigkeiten gezwungen, hatte seine Drogenlieferungen eingeschränkt. Dalnalten, mit dem sich Sams anschließend in Verbindung setzte, hatte ebenfalls schlechte Nachrichten. »Wir haben unsere besten Leute auf die interplanetarischen Verkehrslinien angesetzt und sind dabei auf einige sehr interessante Daten gestoßen. Aber zusammengenommen ergeben diese Daten ein Bild, das absolut unmöglich ist. Oder können Sie sich einen zwingenden Grund vorstellen, warum die Thionid-Verschiebungen zwischen Erde und Mars, Mars und Venus und Erde in jedem Fall mengenmäßig übereinstimmen?« »Was?« »Genau, und deshalb sind wir mit unserem Bericht noch nicht fertig.« Zuletzt kam Jill an die Reihe. »Ich kann es zwar nicht beweisen, aber ich bin absolut sicher, dass Morgan der Chef des Ganzen ist. Ich habe immer wieder versucht, mir Isaacson als den Mann an der Spitze vorzustellen, aber irgendwie passt er nicht ins Bild.« »Ich bin durchaus bereit, deine Annahme zu akzeptieren, zunächst allerdings nur als Arbeitshypothese. Hast du noch etwas zu berichten?« »Ja.« Es scheint eine Tatsache zu sein, dass sich Morgan bisher hauptsächlich auf den linken Flügel der Nationalisten gestützt hat. Inzwischen ist er zusammen mit Herkimer dazu übergegangen, auch die Radikalen und sogenannten Liberalen in beiden Häusern zu umwerben. Und er scheint sie durchaus mit den richtigen Argumenten zu fangen. Natürlich hat er bei der politischen Presse einiges Aufsehen damit erregt, doch für mich gibt es keinen Zweifel, dass er bereits den nächsten Wahltag im Auge hat und gegen unseren galaktischen Rat zu Felde ziehen will. »Und du und Dronvir, ihr hört euch das in aller Gemütsruhe an und dreht Däumchen, oder?« Jill lachte, wurde jedoch schnell wieder ernst. »Er ist ein sehr geschickter Taktiker, Paps. Natürlich versuchen auch wir, uns propagandistisch zu betätigen, aber wir kommen nicht gegen ihn an. Ich überspiele dir mal ein paar von seinen Äußerungen, dann weißt du Bescheid.« In ihrem Zimmer betätigte Jill einen kleinen Hebel und ein Bildschirm erwachte zum Leben und zeigte das große, schweißfeuchte Gesicht Senator Morgans. »Und wer sind diese Lenzträger überhaupt?« schrie er. »Sie sind die gekauften Werkzeuge einer kleinen Oberschicht. Sie sind die skrupellosen Agenten des interplanetarischen Kapitals, jener unsagbaren Auswüchse des heutigen politischen Lebens, die den kleinen Mann mit Füßen treten. Unter dem Deckmantel der Demokratie versuchen sie, die entsetzlichste Tyrannei zu errichten, die das Universum jemals...« Jill schaltete das Gerät ab. »Und es gibt eine Menge Leute, denen dieser Dreck wie Öl runtergeht«, schnaubte sie. »Wenn sie nur ein bisschen Gehirn hätten.« »Wir haben schon immer gewusst, dass Morgan ein ausgezeichneter Schauspieler ist. Jetzt wissen wir, dass er mehr ist als nur das.« »Bei unseren Bemühungen haben wir außerdem die Feststellung gemacht, dass wir mit psychologischen Gegenstößen nichts ausrichten können. Dronvir und ich sind zu der Überzeugung gekommen, dass du dich selbst damit befassen musst, wenn wir weiterkommen wollen.« »Das kann ich mir durchaus vorstellen, aber es gibt noch wichtigere Dinge, die ich zuerst erledigen möchte.« Sams unterbrach die Verbindung und dachte nach. Er legte es nicht bewusst darauf an, die beiden jungen Männer von seinen Überlegungen auszuschließen, doch seine Gedankensprünge waren nach außen hin derart unzusammenhängend, dass Mace und Jack nur einige wenige Fragmente auffangen konnten. Die unglaubliche Leere des Raumes, das Aufspüren eines Raumschiffes, Ortungsschirme, Cavendars einziger schneller Mond. »Ortungsschirme!« »Mace!« wandte sich Sams an den jungen Lenzträger. »Als Spezialist für elektronische Geräte können Sie mir sicher sagen, warum die Ortungsgeräte der kleineren Schiffe fast die gleiche Reichweite haben wie die der größten Linienschiffe und Schlachtraumer?« »Das liegt an den Störungen durch die diversen Atomreaktoren.« »Und eine Abschirmung ist nicht möglich?« »Leider nicht ganz, Sir, denn das würde sich negativ auf den Ortungsempfang auswirken.« »Ich verstehe.
Wenn wir aber trotzdem alle Reaktoren an Bord abstellen und uns Licht und Wärme aus einer Sonnenbatterie oder mit Hilfe eines Verbrennungsmotors beschaffen, ließe sich dann die Reichweite vergrößern? Gewaltig, Sir. Meiner Schätzung nach wären dann die kosmischen Störungen die einzigen Einflussfaktoren. Ich möchte hoffen, dass Sie recht haben. Während Sie auf das Signal warten, könnten Sie einmal eine solche Ortungsanlage in den Grundzügen entwerfen. Ich möchte annehmen, dass das Unternehmen Zabriskaa hiermit zu Ende ist und wir es im Rahmen von Zwillnik fortführen. Sobald das eindeutig feststeht, folgen Sie mir bitte mit Höchstgeschwindigkeit zur Erde. Jack, Sie brauchen wir dringend bei Unternehmen Boscone. Mace, Sie und ich werden uns in diesem Zusammenhang noch eingehend mit der Inneneinrichtung eines Patrouillenschiffes der Klasse J beschäftigen müssen.